Kinas, willkommen zurück zu Clash of Clans. An der Stelle nochmal ein kleines Sorry dafür, dass ich im letzten Part so abgefuckt war. Ihr müsst wissen, Kinas, ich war richtig gestresst und, naja, da kam eben dieser Part zustande. Ihr wisst Bescheid, ne? Okay. Tut mir wie gesagt leid, es wird nie wieder vorkommen, ja, es tut mir wirklich leid. Sorry. Aber guckt euch das mal an. Habe ich nicht im letzten Part gesagt, ja, in diesem Part machen wir auf jeden Fall die 10.000 voll. Es sieht nicht so aus, ne? Sieht gar nicht danach aus. Richtig cool, Kinders. Wow. Und ich kann auch gar kein Deutsch, weil ich so gestresst bin. Ich bin immer noch gestresst von der ganzen Arbeitsangelegenheit, ja. Ah, ich bin auch so übermüdet und sowas. Ah, Kinders. Für mich ist gerade Freitag, für mich ist gerade Wochenende und für mich ist jetzt auch gerade wieder die Zeit gekommen, wo ich so richtig viel Zeit in den Kanal investieren kann. Weil unter der Woche geht es ja irgendwie nicht mehr, weil ich ja arbeiten muss. Ha, ich hatte ohne eine, ich sag's mal, Arbeitsstelle viel mehr Freizeit und viel mehr quasi Zeit für YouTube. Und das ist jetzt gerade ein bisschen runtergegangen und es tut mir leid, wenn ihr das gerade am eigenen Leib spüren müsst. Aber okay, ich werde mich trotzdem bemühen, jeden Part so aufzunehmen, wie er nun mal aufgenommen werden soll. Nämlich mit randomischer Raffinesse in deinen Arsch. Ihr wisst Bescheid. Kinders, lasst uns nicht lange rumlabern. Wir wollen jetzt direkt mal angreifen gehen. Und ich würde sagen, wir generisieren uns jetzt und sofort an dieser Stelle dieses Dorf. Dieses Dorf und kein anderes. Ist das klar, Fräulein? Gut. So, ich denke mal, hier werden ein paar Teslas sein. Nicht? Dann ist ja gut. Dann lohnt es sich noch viel mehr hier drauf zu kloppen. Alte Drecksau. Ich hoffe mal, dass der Barbarenkönig das nicht mitkriegt. Ja, man muss sagen, das Rathaus ist wirklich gut bewacht, ja. Aber das bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt hier vollkommen ausrasten werde, ja. Hallo? Ich habe gesagt, ausrasten. Muss mich vollkommen verarschen, Alter. Das macht den Dreck mal kaputt, ey. Ich glaube, es hackt im Salat. Fräulein, Fräulein, Fräulein. Ja, man merkt hier, das ist ein Level 8 Dorf. Das ist ein Level 8 Dorf. Da ist nicht so viel drin. An Prozenten jedenfalls. Ich denke mal, so 30% schaffen wir. Aber das wäre es auch im Endeffekt. Filut haben wir jetzt auch nicht geholt. Alles an Dunklem. Ein bisschen was an Elixier. Die Kosten sind auf jeden Fall mit der Produktion gedeckt. Das ist gut. Und jetzt kommt auch gleich der nächste Angriff, der ein bisschen besser aussieht von den Truppenvariationen her. Weil ihr seht, das Ganze ist gerade sehr fokussiert auf den Barbaren gewesen. Und das war nicht beabsichtigt. Tut mir leid. Jetzt der nächste Angriff. Jetzt würde ich sagen, ja, generisieren wir uns dieses Dorf. Ja, 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 ja. Es gibt mir auch hier allein um den Stern. Ihr wisst Bescheid. Ja. Also machen wir das auch. Ja, 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 ja. Boah, ich habe wieder so lange nach einem Dorf gesucht, weil ich weiß nicht, das Richtige wollte einfach nicht kommen. Ja. Es kam dann nicht das Richtige für mich. Ne, es gab halt mal so, die meisten Dörfer waren halt echt so nach dem Motto Rathaus Level 8, dann richtig viele mit Rathaus Level 6, dann hatte ich mal Rathaus Level 7 Dörfer gehabt, aber die waren total scheiße. Da war echt nichts zu holen. Weder an Gold, noch an Dunklem. Richtig schlecht. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit noch so alles anstellen können mit den Trupps. Ich glaube ja nichts. Nichts Großes. Wir haben ungefähr 20.000 Gold und Elixier geholt und knapp 100 Dunkles. Nicht wahr? Ist es nicht so, ja? Was? Deine Mutter fickt in den Arsch? Okay. Das ist natürlich jetzt cool, aber ich glaube, ich habe noch was in der Clanburg drin, oder nicht? Ja, noch knapp über 100. Gut, dann würde ich sagen, ja, ein Angriff noch und dann soll es auch wieder gewesen sein. Bis gleich. Kinders, ich scheiße jetzt mal auf das Dunkle. Ich sehe, dass die ganzen Lager so richtig weit außen stehen. Richtig schön. Da gehen wir dran. Das knacken wir uns. Das ist knackig. Das knacke ich. Geile Sau. Na, wisst ihr, es ist... Hi. Okay, damit ist der Angriff verkackt. Richtig gut.
Aber bevor wir das verkacken, ja, wie gesagt, ich... Wo laufen die anderen jetzt hin? Na? Nee, wie gesagt, also... Ich denke, das kriegen wir in diesem Part sowieso nicht hin, deswegen kann ich mir diesbezüglich auch so ein bisschen Zeit lassen, wisst ihr? Ja. So, das schicke ich da erstmal... Ist dann Magier hinten am Stehen? Oder war das der... Weiß ich nicht. Hm. Sah ein bisschen komisch aus. Und wir haben noch einen Stern bekommen, oh mein Gott. Richtig knapp. Okay, das nehmen wir mit. Wenn es nicht sehr erfolgreich war, scheiß drauf. Wir haben die 5 Sterne voll, das war mein Ziel. So. Und jetzt können wir endlich wieder uns diverse Sachen kümmern. Ja, keine Ahnung, also ich denke, es dauert noch 2-3 Parts, bis ich die dunklen voll kriege. Besonders, guckt euch das mal an, mir wurden einfach mit einem Angriff ein 500 geklaut. Von einem Level 30er, glaube ich, war das. Da habe ich nachgeschaut. Ja, Level 38. Wie behindert ist der denn, bitteschön? Will er mich vollkommen verarschen? Was ist das? Gewonnene Kriegssterne, 19 Stück? Wie viel habe ich denn? Ist das nicht total wenig eigentlich? Für diese Season? Aber keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja, keine Ahnung, Kinders. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns um vielleicht wieder eine Sprungfalle. Ich meine, da müsste noch einer auf Level 1 sein. Ja. Puh. Machen wir. Und ihr seht, ich habe jetzt 1,3 Millionen Elixier. Ein paar hunderttausend fehlen noch. Damit ich auf... Was nochmal gehen kann? Was war das nochmal? Das Lager, das machen wir jetzt. Wo ich es gerade so sehe. Machen wir das. Ist mir scheißegal. Wir machen das. Kinders! Ich würde sagen, ich bin für heute raus. Genauso wie die Anzeige, die ist auch raus. Für diesen schrecklichen Part. Aber okay. Kinders. Ich weiß, es ist CK und sowas, aber ich... Ich habe dennoch sehr wenig Zeit und habe noch einen strengen Terminplan. Ich will erst noch Splatoon aufnehmen und danach mache ich mir eine Pizza und dann gucke ich Animes. Dann ist für mich Wochenende. Kinders, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und ciao.